Wir haben uns ja hier vor gut 3 Jahren getroffen, Paul Panzer. Und, ja. Seitdem sind Sie hier. Ja. Aber normalerweise vor der Tür. Heute durften Sie wieder rein. Ja. Und Sie sind Frührentner. Und trotzdem behaupten Sie, endlich Freizeit, was für ein Stress. Was macht an der Freizeit so viel Stress? Ich meine, das sagen die Rentner ja immer. Naja, ich bin ja viel auf Live-Tour. Und für mich ist eigentlich Stress dann, wenn ich zu Hause bin bei meiner Frau. Hilde. Richtig. Und so ist er zustande gekommen, ja. Also eigentlich ist es umgedreht. Ist ein bisschen ein Paradoxum. Also wenn ich arbeite, ist alles gut, aber sobald ich Freizeit habe, habe ich Stress. Weil dann kommt Hilde hier, bring mal eine Leiste an, repariere mal einen Kühlschrank, fahr mal zum Aldi, mach mal dies, das. Schon hast du Stress. Ja, aber andererseits, ich meine, als Frührentner, wenn Sie, was machen Sie denn? Schwarzarbeit wahrscheinlich? Nö, nix. Hat aber schnell noch reagiert. Also, ne? Meine liebste Freizeitbeschäftigung, früher habe ich immer gesagt, rumhängen, aber das klingt ja nicht gut. Jetzt habe ich gelernt, du musst sagen, chillen. Chillen, der Profi sagt chillen. Ja? Früher, wenn meine Mutter gesagt hat, was machst du? Ich sage, ich hänge rum, sagt sie, ah, verplemper doch nicht dein Leben. Wenn sie jetzt anruft, was machst du? Ich sage, ich chille, sagt sie, oh, ich rufe später wieder an. Das ist viel besser. Ja? Ist denn der Karneval in Rio, ist der auch also quasi wie der Kölner an Rosenmontag? Ja, sehr bodenständig, kein Sex. Also man muss sagen, die Leute trinken sich ein und sagen Prost, Liebelein. Bussi. Nein, es hat schon einen anderen Rhythmus, möchte ich mal fast sagen. Ja, ja aber bis ja, Sie mit da Rhythmus waren... hat das was zu tun da unten. Ja, ja aber bis bei uns findet es eher hier statt, der Karneval. Und bei denen eher ab hier bis da, würde ich mal so mit meiner Laienmeinung. Aber Sie haben eben mit Sex hat das nichts zu tun. Also wenn Sie sagen, der Karneval in Rio ist vor allen Dingen hier. Ja, ja genau, stimmt, das war eine ironische Bemerkung, genau. Nee, das war schon, ich bin mit meiner Mutter, wie gesagt, dann da nochmal durch die Straßen gelaufen. Wir wurden vorher ein bisschen gewarnt, ob das so eine gute Idee ist, wir zwei lustige Blondinen durch Rio zu laufen. Und es war auch so, ich habe immer nur gesagt, Mama, nicht stehen bleiben, wir haben ein Ziel, wir haben ein Ziel. Wir sind keine Touristen, wir bleiben nicht stehen. Genau. Wir wollen zu unserer Samba-Truppe. Oh mein Gott. Das, die finden Sie auch am Klotwigplatz in Köln. Ja, richtig, die haben wir auch gesucht, ich weiß gar nicht, wo die waren. Ja. Nicht in Rio jedenfalls. Nee, jedenfalls, das war auch ein sehr schönes Geschenk für die Mutter. So kann man das Berufliche dann auch mit dem Muttertagsglück, dem vorgezogenen Traumschiff verbinden. Macht's möglich. Herrlich. Es gibt ja Menschen, die haben Erfolg, die gehen auf die Bühne vor allen Dingen, um Frauen anzubaggern. War das bei Ihnen genauso? Sehe ich so aus? Weiß nicht. Ja, durch. Das war tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich auf die Bühne gehüpft bin, ja. Um meine Miete zu zahlen. Rente. Ich bin so halb im Englischen, sorry. Ja, um die Miete zu zahlen, heißt ja Rent, ne, wie der Tobias weiß. Und um an die Frauen ranzukommen. Weil ich bin jetzt nicht so ein Garrett-Typ, der hingeht und sagt, hey, Baby. Und nein. Oder Aber kann es sein, dass genau daher, also dieses Zusammentreffen von Kulturen, auch von Sprachen, auch wenn alle Deutsch gesprochen haben, wie auch immer, dass da die Sprachbegabung von Ihnen herkommt? Jein, also es kam vor allem auch aus meinem Elternhaus, weil mein Vater nach 40 Jahren immer noch nicht das mit der deutschen Sprache auf die Reihe gekriegt hat, weil die Deutschsprache auch verdammt kompliziert ist. Also ich gebe mal ein Beispiel, der, die, das, ne? Wir haben 3 Artikel, das muss ja nicht sein. Wir haben ich vergleiche mit einer Weltsprache, guck mal, die alle so, Moment. Aufmerksames Publikum. Also wir haben 3 verschiedene Artikel, der, die, das, männlich, weiblich, neutrum. So. Und man sagt ja, ne, wenn Substantiv männlich ist, sagst du der, wenn weiblich ist die und wenn es neutrum ist, das. So. Und dann sagst du, ich bin zur Arbeit gefahren mit Bus. Der, die oder geht. Das. Eigentlich mit das Bus, weil es ja neutrum. Und dann sagt der Deutschlehrer wieder, nein, ich heiße der Bus. Und warum ist Bus männlich, Karotte weiblich? Das rafft halt. Das sind also ja. Gute Frage. Ja, sind Sie jemand, der sehr gerne reist? Quer durch Europa. Eigentlich quer durch die Welt, aber vor allen Dingen auch natürlich quer durch Europa. Und da haben wir überlegt, was meint wohl Kajana? Was ist das Volk in Europa, das aus unserer Warte jetzt so von Köln oder Frankfurt doch irgendwie am fremdesten wirkt? Am merkwürdigsten? Innerhalb Europas? Ja. Am merkwürdigsten? Ja. Ja, momentan die Iren oder die Griechen suchen sich einen aus.
Nur wegen des Geldes? Ja, das ist ja ein Riesenthema gerade, ne? Dass die Iren dadurch Korruption, eine ganze Milliarden haben wir, keine Ahnung, in irgendwelchen Taschen verschwunden. Die Griechen haben auch gesagt, wie Arbeit, was ist das? Und da muss man ja schon, das ist ja gerade sehr befremdlich, was gerade abgeht in der EU, nicht wahr? Und die Türken die ganze Zeit draußen an den Toren, warum kommen wir nicht rein, warum kommen wir nicht rein? Die wollen jetzt nicht mehr rein, das ist bescheuert, was wollen wir denn? Warten wir erst das Fußballspiel heute ab. Moment. Sie erzählen in Ihren Programmen relativ häufig von Ihrem Vater. Und man darf daraus schließen, auch wenn Sie etwas übertreiben, dass er ein sehr strenger Mann gewesen ist. Ja. Hatten Sie Angst vor ihm? Naja, eine gehörige Portion Respekt. Ich war ja so ein kleiner Piepmatz. Ne? Als Kind ist man ja klein. So. Ja, aber es vergeht ja. Und mein Vater war halt Popo, was geht. Und das war dann schon, der war schon sehr streng und hat auch gesagt, pass auf, ich will, dass du was Anständiges, ich will, dass du etwas lernst, was ich nicht kann. Und da hab ich gesagt, dann lerne ich doch einfach Deutsch. Aber das Sohn? Waren Sie gehorsam? Ja, ich war schon sehr, sehr lieb. Aber ich war dann, ne, sobald Papa aus dem Haus war und ich war mit den anderen Kids, da wurde ich schon ein bisschen assig. Und dann hintenrum habe ich dann schon meinen Vater nachgeäfft. So, hey, pass auf, ich geb, da habe ich dann so vor meinen Freunden nachgemacht, aber vor meinem Vater wieder gekuscht. Na, Papa. Wie haben Sie ihm dann beigebracht, pass auf, Vater, ich mache was ganz anderes in Wahrheit? Fast zur ersten Folge von Was guckst du? Habe ich gesagt, schau mal hier, Sat.1. 22:15 damals, heute Abend. 26. Januar, und dann hat er eingeschaltet und das Geniale war, also er war wahnsinnig stolz, oh, hast du eigentlich Schuh, bist du Fernsehen, bist du talentiert, begabt, er war Fan von der ersten Sekunde, hat aber nicht so ganz kapiert, was jetzt der Sketch und was echt ist. Also das, so eine Nummer war zum Beispiel, die haben abgerechnet, 100 Mark hat er gegeben für ein Essen, was irgendwie 78 Mark gekostet hat, und da sagte sie, du bist aber großzügig, Francesco, sagt er, no, immer noch billiger als im Puff. Dann ist sie aufgestanden, abgehauen, hat mich mein Vater angerufen und gesagt, das kannst du der Frau nicht sagen, da geht nicht, da kannst du nicht. Sie schreiben über Ihren Vater, dass Sie ihn von Göttern. Ja. Und denn, jetzt kommt die Begründung, ich zitiere wörtlich, mein Vater ist der abgewichsteste und durchtriebenste Gauner, der mir je untergekommen ist. Hat er sich über dieses Kompliment gefreut? Ja, hat er, weil mein Vater ist so ein Sparfuchs-Typ. Mein Vater ist so, meine Eltern haben jetzt die letzten zwei Wochen zum Beispiel, haben die nur Bressot gegessen. Weil den man, Käse. Oder darf man hier nicht sagen, ne? Ist mir egal. Die haben etwas gegessen. Zum Aufstreichen, weil man da etwas ausschneiden konnte. Wenn man 10 davon hatte, hat man eine Dipschale bekommen. Ja, ja. Ist doch was. Das war einfach, als ich Kind war, war das auch schon so. Und ich habe schon gedacht, ich habe keinen Bock mehr, jetzt das zu essen. Und dann, ja, dann gut, dann holen wir es halt raus, schmeißen es halt weg und scheißen und schneiden das aus. Totaler Blödsinn. Haben Sie als Kind darunter gelitten? War es Geiz oder Sparsamkeit? Nein, es war kein Geiz. Es war nur irgendwie zu gucken, Mensch, muss man jetzt, es war natürlich auch, ist ja eine gute Sache, nicht immer direkt das Teuerste kaufen, auch mal gucken, ob es die Barbie nicht auf dem Flohmarkt billiger gibt und die da auch nicht Barbie heißt, sondern Olga und auch kurze Haare. ich weiß noch, dass ich bin mal mit meinem Vater in Bang & Olufsen gegangen hier. Oh, jetzt mache ich schon wieder Werbung. Also einen teuren Musikladen. Und ich dachte, was will mein Vater da in diesem Laden? Der würde sich niemals irgendwas neu kaufen. Der würde eher aus einem Kofferradio und einem Dildo irgendwas zusammenlöten. So. Der würde nie eine neue Maschine kaufen. Ich wäre sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, und wir gehen da rein und dann mein Vater sagt so, ich bin mich am Interessieren für eine Dolby Rennrum-Anlage. Und können Sie mich da beraten? Und ich war fassungslos. Ich dachte, was? Das stimmt, da stimmt was nicht. Hier ist etwas falsch. Und dann hat mein Vater sich eine Stunde beraten lassen und hat dann am Ende gesagt, ich habe gehört, wenn man sich hier beraten lässt, dann kriegt man einen Gutschein für einen Pizza Hut. Ja. Aber es ist nicht so, dass mein Vater geizig ist oder so. Mein Vater ist auch der Erste, Nein. wenn man Hilfe braucht Nein. oder so. Das hätte jetzt niemand der mein Vater ist der Erste, der kommt. Der besorgt einem auch Sachen. So. Also der kann Sachen besorgen. Weil der eine goldene, der hat so eine goldene Karte mit Rabatt für einen Baumarkt. Ich habe sowas für Douglas, der hat das für einen Baumarkt. Und er kann auch, wenn man jetzt, ich war mal bei einer Freundin was renovieren zu Hause und wir haben Löcher gebohrt, wie halt so Mädchen Löcher bohren, es geht nicht. So. Und dann war da eine Wand und wir kamen nicht durch. Dann habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, hier ist eine Wand und wir kriegen da den Bohrer nicht. Tüt, tüt. Der hat aufgelegt und dann ding dong, klingelt es an der Tür, stand mein Vater mit der Hilti. Und dann hatten wir irgendwie 8 Löcher, die wir gar nicht brauchten, aber es war, das war super.
Sie haben ja ein Talent. Sie sind nicht nur sozusagen von der Wissenschaft her Kunsthistorikerin, sondern Sie nehmen sich alle möglichen Dinge und gestalten sie um und arbeiten sie unauffällig bis auffällig in Ihre gemeinsame Wohnstadt ein. Stimmt. Damit Sie, meine Damen und Herren, jetzt, ich meine, wir reden hier über irgendwas und verlottern uns gerade. Wir haben natürlich was im Sinn, weil Frau Milberg mir vor der Sendung etwas gezeigt hat, das glaube ich jetzt einfach nicht, wie sie eine sehr preiswerte, aber durchaus originelle Lampenlösung basteln. Das kann, sagt sie, jeder. Ganz und sie genau. haben im Prinzip, wenn Sie mal davor holen, so aus dem Baumarkt so 0815-Ding, so eine Funktionsleuchte. Ja, genau, das ist eine Handlampe, das heißt Handleuchte. Entschuldigung. Ja, das heißt Handleuchte. Und diese Handleuchte hat nichts anderes zu tun, als eine Werkstatt im Keller auszuleuchten. Deswegen hat die auch ein 8 Meter langes Kabel. Kostet 3,90 Euro und ist für mich eines der formschönsten Gegenstände, die ich mir vorstellen kann. Es ist reine Funktion. Man kann sie hinschmeißen und da ist der Glaskern, der schmilzt nichts und so weiter. Und diese Funktion schafft diese herrliche Form. Ich bin ergriffen. Ja, Form. Ich auch. Da geht es uns ganz ähnlich. Und das ist das alte Bauhausprinzip: Form follows Function. Bitte, hier haben wir das. Und diese, ich dachte mir, ich will heute die schnellste Designerlampe der Welt bauen. Mhm. Ob es mir so gelingt, weiß ich nicht. Aber dafür nehme ich diese Lampe als Kubus, sozusagen als Kern, und sie wird sichtbar bleiben. Und dafür habe ich neulich auf dem Flohmarkt mein Wahnsinn, diese herrlichen, ich meine, die gibt es doch gar nicht mehr, ja, oder? Ist das schlimm. Ein Traum? Ist das ein Traum? Das ist ganz schlimm. Ist das schön? Und sie stinken auch nach 50er Jahren. Ihr müsst mal hier irre. So, ich weiß aber auch nicht, dass sich damit jemand auf dem Flohmarkt traut, das finde ich mutig. Ja, und diese Frau. Unverschämtheit. Ja. Stimmt eigentlich. Diese Frau, der ging es übrigens ganz genauso auf dem Flohmarkt. Die war so verdutzt, weil ich habe alle genommen. Ich habe gesagt, nein, ist das schön, ich werde verrückt. Ich nehme alle. Das ist so toll an den Frauen, wenn sie um den Preis feilschen, dann sagen sie als allererstes, das ist so toll, das ist so schön, ich möchte es haben. Was kostet es? Ja, weißt du was? 50 Cent für alle. Herrlich. Ja, und das ist die Sache, oder? Ja. So, Moment. So, und jetzt habe ich mir diese formschönen Gegenstände, die ja heute eigentlich auch der Funktion, ich wollte die in einen neuen Kontext setzen, weil ich die so schön finde, habe hier oben einen Kreuzschlitz reingemacht und jetzt geht's los. Jetzt decke ich hier durch den... Ja. Moment, das ist ein bisschen lang. Das ist eben eine Funktionsleuchte. Danke, danke, danke. So, und jetzt... So. Nein. Toll. Jetzt kommt's. Was macht auch so ein schönes kommt's. Licht? Ja, jetzt kommt's. Jetzt halt mal. Jetzt kommt der Mann. Jetzt halt kommt's mal. Ja, jetzt gut. Er darf aber halten. Du musst es bitte so halten, damit man aushalten. Das alles so sieht. So, ja. Ja. So, und jetzt kann man natürlich diese etwas sture Konstruktion noch ein wenig poetisch aufladen, indem man hier diese Lüsterperlen dranhängt. So, das muss man jetzt auch noch mal sehen können. Jetzt wird die Sache nämlich teuer. So, jetzt wird die Sache... Super. Axel, du kannst mir auch die Anreise in die Fußgängerzone gehen. Wie bitte? In die Fußgängerzone? Ja, aber du kannst es so gut verklickern. Da stehen die doch auch immer und verkaufen dann so. Ja, aber da kaufst du Gemüsereiben. Aus denen habe ich jetzt noch keine Lampen gemacht. Aber es kann ja noch werden. Da, tatsächlich. So. So, wir haben es auch gleich. Ja, so, jetzt habe ich hier 6 von diesen Perlen. Und jetzt kommt's. Moment. Jetzt hat das. Halt's mal so, bitte. So. So. Ja. So. Jetzt muss ich das einstecken. Fällt mir der Begriff Armleuchter ein. Das ist nicht die Klinge. Ihre Familie kommt aus Mecklenburg. Genau. Man sagt einfach so, die Mecklenburger sind ruhiger, ein ruhiger Schlag so. Ja, das ist ja auch anstrengend, wenn du so viel reden würdest wie die Rheinländer. Wir sind so, naja, nee, also das meine ich im besten Sinne. Das finde ich ja ganz toll. Natürlich. Der Satz war ja noch nicht.
Der Satz war ja noch nicht fertig. Klatschen sind keine Rheinländer. Der Satz war ja noch nicht fertig. Das, also die Kommunikationsfreudigkeit im tiefen Westen Deutschlands, ich mach's jetzt mal ganz sachlich, ist sehr hoch. Das liegt aber daran, dass die Leute sich auch sehr nah sind. In Mecklenburg, wir sind so dünn besiedelt, wenn du so viel reden würdest, man würde denken, der Mann ist verrückt, weil er die ganze Zeit mit sich selber redet. Die 3 Kilometer, die hören das doch gar nicht. Ja, aber also, ich meine, man muss wirklich sagen, früher hieß es doch, in Mecklenburg passiert das meiste 100 Jahre später. Ja, Bismarck hat das mal gesagt. Bismarck war das. Wenn die Welt untergeht, gehe ich nach Mecklenburg, dann passiert es 100 Jahre später. Und Entschuldigung, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, lieber Charlie Hübner, aber Sie haben als Mecklenburg den Mauerfall verschlafen. Ja. Ach, wie konnte das passieren? Das sind ja Geschichten. Nee, mein Vater war Sachse. Deswegen bin ich auch ein bisschen untypisch als Mecklenburger, weil ich dann doch auch gerne rede. Aber der Vater war Sachse und der hatte, die Sachsen sind ja genauso karnevalsverrückt wie die Menschen im tiefen Westen Deutschlands. Und, Vorsehen. Und hat in, ich glaube, 64 oder 65, also einen der ersten, ich will jetzt nicht sagen den ersten, weil das wüsste ich nicht, war einen der ersten norddeutschen Karnevalsclubs gegründet, weil er sich da oben unter den Norddeutschen so alleine fühlte mit dieser Freude. So, und hat den FKK, Feldberger Karnevalsclub. Und, den Zug hätte ich gern mal gesehen. Ja, ja, der war lustig. Das gab's alles. Zug oder. Und 89 waren, und er hat natürlich alles dafür getan, dass seine Söhne auch mitmachen müssen bei der Jugendkarnevalstruppe. Und dann haben wir am 9.11. Generalprobe gehabt für den 11.11. Und am 9.11.89 war also Generalprobe und die lief für unsere Verhältnisse super. Die lief so gut, dass wir alle gesagt haben, wir Jungen, ach komm, da trinken wir drauf ein. Und dann haben wir richtig ordentlich einen getrunken, so dass ich mich an den ganzen Abend überhaupt nicht erinnern kann. Und nächsten Morgen bin ich in die Schule gefahren. Ich musste in die Kreisstadt zum Abitur. Und dann saßen zwei stadtbekannte Alkoholfreunde. Und dann sagte der eine zum anderen, sag mal, warum fährst du eigentlich rüber nach West-Berlin? So morgens um 6, ne? Und dann sagte der andere, wenn das nächste Sozialgeld da ist, fahre ich rüber, ne? Und ich dachte nur so, oh Gott, ist das krass, ey, es ist 6 Uhr und die sind total hacke, ey. Wie wollen die denn in den Westen kommen? Kommen in die Schule und die Hälfte der Klasse ist nicht da. Und ich sag, wo sind die anderen? Die sind nach West-Berlin. Ich sag, jetzt fangen die auch noch an. Und dann kam das so langsam bei mir an, dass die Mauer gefallen war. Aber man muss dazu sagen, dass dieser Mauerfall für Sie auch persönlich noch eine Folge hatte. Wir sprachen eben über die Schweigsamkeit Ihres Vaters. Ja, der war ja eigentlich überhaupt nicht schweigsam. Ja, aber bestimmte Dinge wollte er nicht sagen. Bestimmte Dinge wollte er nicht sagen, genau. Der hatte, ihr könnt es jetzt kurz machen, mein Vater hat sich sehr, sehr spät, eigentlich nur also ein Jahr vor seinem Tod, sozusagen geoutet als IM. Wir hatten als Kinder immer, uns war immer klar, er muss irgendwie was mit dem Ministerium für Inneres zu tun gehabt haben, weil der war einer der stellvertretenden Bürgermeister in der Gemeinde, er war Stadtrat für Kultur, er hat diesen Karnevalsclub über 25 Jahre geleitet. Das konntest du nicht einfach, ohne dass du in irgendwelchen Deals mit dem. Also musstest zumindest die Leute kennen. So. Und wir haben immer versucht, nach der Wende zu bohren und haben uns immer gesagt, mein Bruder ist Historiker und ich, wir beide waren es vor allem. Vater, wir fragen dich das immer wieder, wir werden damit nicht ruhen. Aber wir versprechen dir, wir werden jetzt nicht irgendwie hintenrum was versuchen rauszufinden. Wir hoffen, dass du es uns irgendwann mal sagst. Und dann kam eben das Leben der anderen. Dieser berühmte Film. Dieser Kinofilm, mit dem Oscar. In dem ich mitspielte. Und das war ganz lustig, weil ich im Vorfeld ihn dann auch fragte, wie hast du die mal kennengelernt und wie war das? Einfach nur wegen der Rollenarbeit. Da hat er noch so rumgemurmelt. Und dann anderthalb Jahre später kam der ins Kino und wir hatten so eine Promo-Veranstaltung in Neustrelitz. Und er war eigentlich jemand, der die Mitte gesucht hat. Bei so einem Abend wie hier, er war auch sehr präsent gewesen, sehr charmant dabei. Und an dem Abend hat er sich so für seine Verhältnisse unglaublich da hinten in der Ecke aufgehalten. Und ich dachte mal, was ist denn mit Vater los? Und so, na, vielleicht kennt er hier so ein paar von früher und so. Und dann sind wir nach Hause gefahren im Auto und ich fuhr, er saß hinten mit Mama im Fond. Und dann sagte er auf einmal, ach ja, man kann es ja nicht mehr analysieren, aber es ritt auf einmal so los. Also hier, solche Kameras wie bei euch im Film, die hatten wir ja nicht. Und in mir schoss das Wort wir als Frage nach vorne. Ich musste das ja schon oft erzählen. Ich weiß bis heute nicht genau, was ich selber dachte. Ich weiß nur, dass ich sagte wir. Und dann hat er mir das erzählt, dass er im 56 über das Kultusministerium da reingekommen ist. Da war er 23 Jahre alt. Und das war für den Mann in dem Alter ein Bedürfnis, diesen jungen Staat, der war 4, 5 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, zu schützen. Also die hatten eben auch wirklich Angst vor den Amerikanern und auch von der Vereinigung der Russen. Und die haben sich sozusagen alle auf die Fahne geschrieben, wenn es nicht anders geht, müssen wir ein bisschen die Ohren wachsam halten. So ist das entstanden.
Und das aber hat diese er, Geschichte, dass Ihr Vater Sie als Stasi-Offizier im Oberfeldwebel war. Also Oberfeldwebel, der war sogar offizieller Mitarbeiter, meine Rolle im jetzt. Im Kino sieht und so kommt der Dialog dann endlich zustande, an dem lange gefeilt worden ist. Nach 17 Jahren Mauerfall. Also das war echt nochmal. Und dann ein Jahr später hat er das Zeitliche gesegnet. Das war dann irgendwie fast wie so eine Schicksalsfügung, dass er diesen einen blöden Punkt, den er selber, der wollte den dann auch loswerden. Als es raus war, hat er dann auch die Öffentlichkeit gesucht, hat in dem Ort auch das allen Leuten, wo er meinte, wo er sich entschuldigen muss, hat er das getan. So, und damit war das für ihn erstmal noch bereinigt. Wir gehen da jetzt natürlich noch mal anders mit um. Sie haben Ihre Mutter in Ihr Haus nach München geholt. Sie haben da ein Haus gebaut. Ja. Sie haben mit ihr zusammengelebt eine Zeit lang. Warum war dieses Zusammenleben doch recht schwierig? Sie hatten eine enge Verbindung, aber auch eine schwierige Verbindung. Ja, es war natürlich, meine Mutter war im Laufe ihres Lebens doch eine eher harte Frau geworden. Sie war unzärtlich geworden. Wir hatten kein sehr liebes Verhältnis, sondern wir haben uns sehr oft auch gestritten und sie hat mich sehr kritisiert. Und das war auch manchmal sehr gesund. Sie hat nicht gesagt, da habe ich den Film gesehen, da warst du ganz toll oder so, sondern na ja, geht so, nicht? Und als ich mein erstes Buch schrieb, da war sie übrigens nicht einverstanden damit. Sie wollte es sogar anwaltlich verbieten lassen. Und als ich es dann gelesen hatte, ich hatte es ihr vorgelesen, hatte ich es dann akzeptiert, aber am Schluss sagte sie dann Schmonzetten. Eine ganz strenge eigentlich. War streng, ja. Sie haben das eben übergangen, aber ich habe es ja gestern noch gelesen, als Sie sich dann so gestritten haben, wegen der Blumen oder wegen einer Kleinigkeit an Ihrem 80. Geburtstag, da hat sie angeschrien, völlig entfesselt, ich hätte dich besser abgetrieben. Das ist richtig, das ist ein Satz und Sie haben das ja geschrieben in dem Buch. Und das hat mich auch sehr getroffen, muss ich sagen. Das habe ich so unglaublich empfunden zu diesem Moment. Also, das war schon schlimm. Sie haben beide geweint. Ja, da trotzdem und auch ich habe sie nie weinen sehen. Also ein Leben lang nicht weinen sehen. Aber da hat sie dann geweint, ja. War das was wirklich gelöst hat? Dieser Ausbruch und dann diese Versöhnung? Ja, das war dann eigentlich doch sehr viel, ging alles wieder doch wie für eine Zeit lang zumindest doch sehr viel besser, ja. Würden Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit, um bei diesem großen Bereich auch des Buches zu bleiben? Ja. Trotz der Verluste und trotz der Tatsache, dass Sie mit Ihrer Mutter, wie Sie schreiben, nie wirklich so übereins gekommen sind. Ja, das stimmt. Eine der anrührendsten Stellen für mich ist, Hannelore Elster, Sie waren sehr früh erfolgreich. Sie haben eine Laufbahn hinter sich. Sie bekamen, ich glaube, 73 die goldene Kamera. Mhm. Und haben Ihrer Mutter gesagt, die sich so freute, ach, geh da nicht mit hin, das interessiert dich nicht. Und nach ihrem Tod haben Sie gefunden im Schrank das schwarze Kleid, das Ihre Mutter sich für diesen Anlass gekauft hatte. Ja, das klingt jetzt wirklich furchtbar und auch sehr dramatisch. Das habe ich dann später auch gemerkt. Ein bisschen traurig. Irgendwie ist sehr traurig, aber ich habe das alles nicht so ernst genommen. Das kommt noch dazu. Ich habe gesagt, okay, das ist ein Riesenfest, aber das interessiert dich ganz bestimmt nicht. Und du musst da nicht hingehen. Ich habe nicht erkannt, wie sehr sie stolz sein wollte auf mich. Mhm. Es geht das Gerücht, dass Sie schon als kleiner Junge, manche finden ja ihre Berufung oder sonst irgendwas früh, sich eine Videokamera ausgeliehen haben vom Nachbarn und haben alles gedreht, was vor ihre Linse kam, gefilmt, besser gesagt. Mhm. Da war ich 11. Wenn man so früh sowas weiß, dann muss man eigentlich einen haben, der an einen glaubt. Wer war das? Ihre Mutter, ein Lehrer, ein Freund, ein Onkel? Na, ich hatte das Glück, dass mich keiner ausgebremst hat. Also das ist ja eine Glückssache. Ne? Also wenn man jetzt bei meiner Mutter alleine aufgewachsen. Und wenn da jetzt so ein 10-, 11-Jähriger kommt und sagt, ich will mal Filme machen, dann ist das erstmal so, aha. Aber es wurde mir nicht ausgeredet und es wurde also nicht darauf bestanden, dass ich jetzt Abitur mache. Ich wollte so schnell wie möglich Filme machen. Und dann war der Kompromiss, sie meinte, okay, Realabschluss Minimum. Und dann sage ich, okay, Ausbildung Fotograf, dann komme ich Richtung Kameramann. Und das war dann der Kompromiss und das hat dann auch so geklappt. Das ist, glaube ich, aber wirklich ein ganz enges Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Mutter. Sind alleine, also ohne Vater, allein mit ihr aufgewachsen. Und die ist heute, das finde ich interessant, die macht in ihrer Firma, die ja größer geworden ist, Finanz- und Gehaltsabrechnung, Buchhaltung. Ja, also da sitzt jemand, der mich nicht über den Tisch zieht. Ja, das ist gut. Ja. Er, aber ist ja, also Lohnbuchhaltung ist ja das Herz eines jeden Unternehmens. Ja, 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 ja. Aber trotzdem sind Sie jetzt Ihr Chef. Früher war es mal Gott umgekehrt. Gott sei Dank, ja. Ich nenne Sie liebenswert den Inkasso-Dobermann. Oh. Hey Leute, das war ein Scherz. Oh. Ja, nein, das weiß ich. Ja, ja. Die Premiere in München war diese Woche. Mhm. Mittwoch, glaube ich, Mitte der Woche. Dienstag. Jetzt komme ich selber durcheinander. Ja, vor Dienstag? Weihnachten kommt man durcheinander. Ja. Heute ist Freitag jedenfalls. Mhm. Mhm. Wer saß neben Ihnen? Ich weiß das nicht mehr. Nein. Ich
Wer saß neben mir? Vielleicht Ihre Frau? Nee, die sitzt nie neben mir. Also wenn wir privat ins Kino gehen, ja, aber wenn wir das ist ja auch schon gut zu wissen. Ja, aber ja. Also wir siezen uns ja auch. Alles gut. Ja? Und Sie reden Französisch miteinander? Nein, ich verstehe das nicht. Ach so, ja, das ist blöd. Aber also bei der Premiere saß ich, glaube ich, neben den Darstellern, so wie man das anständigerweise auch macht. Und ich war ganz glücklich danach, muss ich sagen. Also eine ähnliche Reaktion wie von Ihnen, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich meine, Sie haben ganz früh erkannt, was Sie eigentlich machen wollten. Jetzt haben Sie auch einen kleinen Filius. Ja. Lässt er schon erkennen, dass er auf irgendwas total abfährt? Hochbegabt sind ja heute fast alle Kinder. Selbstverständlich, ja. Also, ich glaube, der kann im Moment noch nicht so. Also, da knirschte gerade was, deswegen gucken wir weiter. Also, der kann wahnsinnig viel reden. Also, er redet. Das ist ein Ding. Er spricht und viel und er auch die ganze Zeit. Und vielleicht ist das ja auch ein Talent. Ja, das sieht man ja an mir. Ich kann nur quasseln. Wie ist es bei Ihnen zu Hause mit Ihrem Sohn? 7 Jahre alt? Haben Sie viel Spaß miteinander? Erzählen Sie sich viel? Ja, also wir haben sehr viel Spaß miteinander. Erzählen Sie sich viel? Also ich finde, dass mein Sohn viel erzählt, wenn ich das mitkriege, was andere Söhne erzählen. Also Söhne sind ja scheinbar die Wesen, die sich ungern so viel mitteilen wie die Töchter. Also die Freundinnen von Emil, die haben sehr hohen Textanteil und leidenschaftlich gerne. Ob mit den eigenen Eltern oder wenn sie bei uns zu Besuch sind, das ist egal. Das Gegenüber wird erstmal informiert. Diese Eltern haben ja zum Teil auch in dem Roman so bestimmte Vorstellungen davon, was das für Kinder mal werden sollen, wie die sein sollen. Ja. Wie ist das denn mit Ihrem Humoranspruch an Emil? Also ich habe mir ehrlich gesagt schon natürlich gewünscht, dass mein Sohn eine gewisse Spaßbereitschaft mitbringt. Leistungsdruck? Ich habe ihm in der Schwangerschaft immer sehr viele Witze erzählt. Ich habe über Kopfhörer. Ich habe da in so ein Mikro reingesprochen, hatte dann einen Kopfhörer auf dem Bauch. Und das hat ja funktioniert. Der ist wirklich spaßig. Der macht sehr gerne, also ist keiner, der irgendwie so, hey, und auf die Bühne drängt oder irgendwie so sich in den Vordergrund drängt überhaupt nicht. Aber so seine Späßchen machen, so am Rande, dich mal eben amüsieren, das findet der gut. Ich war im letzten Jahr einmal in Afrika, in Burundi, und da spielten Kinder Fußball. Ich dachte, was ist das denn? Der war aus Socken. Socken, ja. Also, wie ich vorhin gesagt habe, du hast ja nie die Chance, einen normalen Lederball zu bekommen. Ich habe mal Glück gehabt, dass meine Eltern in Europa gelebt haben und ich ab und mal diesen Plastikbälle, wenn er Luft kam, mitgenommen haben. Ja. Aber wir hatten einfach nur die Chance, aus Socken Bälle zu machen. Und das haben wir dann meistens auch damit gemacht. Und leider sprangen die Bälle nicht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Man kann davor schießen. Ja, Ihr Vater, man muss jetzt noch vielleicht dazu sagen, Ihr Vater ist damals aus politischen Gründen aus Ghana weg und nach Europa. Da sind Sie erstmal dort geblieben, bei der Oma. Und kam danach im Alter von 12. Und ich habe schon viel gehört, was sich Menschen im Ausland unter Deutschland vorstellen. Aber Ihr ganzes Wissen und Ihre Fantasie speiste sich aus dem Otto-Katalog. Ja. Es ist ja, das war noch in Deutschland, ja. Es war einfach so, dass du lebst in Ghana. Ich habe mit meiner Oma zusammen gelebt und meine Eltern kannte ich ja kaum. Ich war 2, als sie wegging. Und es war so, dass wir das Glück hatten, dass meine Mama uns ab und zu mal so Otto-Katalogen nach Hause schickte und so. Und es war so, dass wir dann, wenn wir nicht Fußball gespielt haben, waren wir in diese Otto-Katalogen reingeguckt. Und wir haben immer so, oh, das will ich mal haben. Das will ich haben, und wir haben das mal angekreuzt. Und so war es für uns Deutschland halt. Aber wir haben es nie bekommen, aber es war einfach so diese Vorstellung, das Ding zu haben halt. Und jedes Mal, wenn meine Mama kam, gab es diese Sachen nicht, was es im Otto-Katalog gab. Aber es war unser Traum halt von Deutschland halt, zu sehen, was ist wirklich in Deutschland. Und solche Sachen gibt es in Deutschland. Und allein, wir hatten noch, und das ist auch lustig, wir dachten wirklich, Sand in Deutschland wäre Kakao. Also wir haben so geträumt, weil wir dachten so, in Deutschland, in Europa ist alles besser als in Afrika. Ja. Und wir dachten so, Alter, die gehen auf Kakao und so. Ich will da nur Kakao essen und so. Und das war einfach so ein Ding. Und dann kamen sie mit 12 Jahren an. Ich finde, dass der Monat November nicht der beste ist. Leider. Aus Ghana nach Deutschland kommt. Und dann das Schlimmste war noch, meine Mama hat uns noch vorgewarnt, nehmt eure Jacken mit, weil es ist kalt. Und ich war so froh, ich habe mich so gefreut auf Deutschland. Hat man Jacke,
Ich dachte mit so einer eingepackten Koffer rein. Oh. Und dann kamen wir an und ich hatte ein T-Shirt, wir sind dann ausgestiegen, so nein, wo bin ich? Es hat geregnet und ich wusste, da muss ich dann von, wir sind in Frankfurt gelandet, dann von Frankfurt aus nach Hannover. Ich musste von Frankfurt aus auf Toilette. Aber ich habe es geschafft anzureiten, weil es ging nicht. Ich konnte nicht raus, weil es einfach zu kalt war. Es war einfach zu kalt und ich war einfach im Auto, habe gewartet, nee, ich schaffe das nur bis Hannover. Von Frankfurt bis Hannover! Ja, du liebes Mädchen. Sie haben ja mal Ihre Familiengeschichte, Ihre Entwicklung aufgeschrieben in einem Buch. Und da haben Sie auch geschrieben, dass es der liebste Papa der Welt ist, ganz klar. Ist er natürlich. Aber der hat natürlich auch versucht, seine Tochter nach seinen Regeln zu erziehen. Das führte fast mal zum Fiasko, als Sie im Alter von 15 mit der Familie in die Türkei gefahren sind. Mhm. Und ein junger Mann hat Ihnen Avancen gemacht, hinterher gepfiffen. Ja, da ist Ihr Vater durchgedreht. Ja, ist mein Vater sehr durchgedreht. Also das war, die Kurzfassung geht halt wirklich so, wir waren in Istanbul in einem öffentlichen Familienpark spazieren. In der Türkei gibt es halt noch diese Familienparks, wo Oma, Opa, Tante alle mitkommen. Und da war das halt so, wir sind dann, ich hatte irgendwie so ein enges Top an, enge Jeans, was man halt so trägt mit 15 und bin mit meiner Schwester vorausgegangen. Meine Eltern waren knapp hinter uns. Ich habe nicht mitbekommen, wie eben einer dieser Typen, die uns entgegenkamen, irgendeinen Spruch gemacht hat, der deutlich unter die Gürtellinie ging. Und mein Vater ist dann wirklich, ich hatte das alles erst nicht mitbekommen. Ich habe mich dann umgedreht und sehe plötzlich nur einen Pulk von Menschen. Mein Vater hat diesen Typen am Kragen gepackt, so zu sich rangezogen, mit der Zigarette in der Hand und gesagt, wenn du noch mal zu meiner Tochter. Und ich dachte nur, hoffentlich drückt er jetzt nicht die Zigarette in seinem Auge aus. Oder ich war geschockt. Ich war wirklich, ich kannte ja meinen aufbrausenden Vater. Er ist wirklich aufbrausend schon immer gewesen und hat seine Gefühle nie unter Kontrolle. Aber als ich das gesehen habe, ich war so sauer. Wirklich, ich habe eine Woche lang nicht mit ihm gesprochen und das hat ihm das Herz gebrochen. Und dann kam er aber mit einer entzückenden Entschuldigung um die Ecke. Das waren Ohrringe, die ich heute noch habe und die ich auch an meiner Hochzeit getragen habe letztes Jahr. Und seitdem ist sowas auch wirklich nie wieder passiert. Wir sind dann immer so. In Irland haben Sie Marketing, Administration und Französisch studiert und sind dann als Musiker nach Deutschland. Ja. Hä? Das habe ich auch gedacht. Was da hast ich blöd geguckt. Für einen krummer Weg. Na, also in Französisch war ein Teil des Marketing-Administration. Ich war der Kulturreferat für 4 Jahren. Das heißt, ich habe die ganze Partys geschmissen. Das heißt auch, dass ich irgendwie so weg von zu Hause kam. Wir waren 7 Frauen und ich, also 8 mit meiner Mutter. 7 Schwestern. 7 Schwestern und ich. Und das war halt der Ausgangspunkt. Weil die andere Fach, die ich studieren war, war zu Hause bei mir. Und ich habe gesagt, bloß nicht da bleiben. Weil mit 18 hat man überhaupt nichts erlebt halt irgendwie so, da muss man die ganzen Grenzen schieben. Ich sage, in Irland hat man gar nichts erlebt. Und ich wollte halt so meine wilde Jahren haben. Und ich gönne es jeder, diese 3-4 Jahre, wo man echt alles falsch macht. Alle Fehler, die man irgendwie so in der Zeit, kann man sich selber verzeihen und weitermachen. Ja, ich mache mit den Fehlern auch heute noch weiter. Das ist geht auch. Ja, aber irgendwie lernst du halt immer so in einer Zeit, wo du wirklich mit deinen eigenen so gleichalten Freunden und Menschen irgendwie so, wo die verzeihen dich für irgendwie so einen Blödsinn, so vielleicht in einer Beziehung, die in die Tonne geht. Oder aber Sie waren Polizistensohn. Immer mehr Gründe, warum ich vom Zuhause wegziehen muss. Wenn ich richtig informiert bin, sollte aus Ihnen was Vernünftiges werden. Komiker. Also, Ihre Großmutter wollte, dass Sie... Ich sollte Priester Pfarrer werden. Ja, genau. Mhm. Ihre Mutter wollte, dass Sie Staatsanwalt werden. Ja, oder Rechtsanwalt. Ja, genau, sowas. Oder Rechtsanwalt. Ja, Sie wollten Kinderarzt werden. Ja. Was ist passiert? Man weiß es nicht. Nein, es ist wirklich schwierig. So, ich weiß es wirklich. Na gut, aber Sie kommen jedenfalls aus geordneten Verhältnissen. Das können wir schon mal festhalten. Welche Rolle spielte Ihre Großmutter? Ich bin, wie gesagt, also ich hatte zu Hause 2 Frauen, die mich großgezogen haben. Deswegen verstehe ich Frauen gelegentlich besser, als ich glaube, als andere denken. Wie auch immer, ich mag Frauen. Und nein, ich hatte großes Glück. Sehr behütet war das bei mir zu Hause. Wenn meine Großmutter nicht da war, war meine Mutter da. Und, sehr behütet oder zu behütet? Überbehütet. Überbehütet. Also überbehütet. Ich musste auch immer Mützen aufziehen, wenn ich rausging und lange Strumpfhosen. Lange Strumpfhosen? Ja, das wollte ich eigentlich. Das kommt bei Jungen gut, wenn sie so 8, 9 Jahre alt sind. Vor allem im Sportunterricht. Grüne Strumpfhosen mit Füßen unten dran. Und, da tut man sich schwer. Also das ist keine integrative Maßnahme gewesen. Das war wirklich der Ausschluss, einfach bumm, raus. Also das war schwierig. Aber jetzt bin ich, also nur die Jeans. Ich weiß nicht, was drunter ist. Ich möchte es nicht verraten. Meine
der Vater, wenn ich fragen darf? Da, wo Väter so sind, beim Arbeiten, denke ich. Also ich. Okay, die Generation, stimmt ja. Natürlich, ist ja heute alles ganz anders. Ja. Ja. Gut, aber wie testen Sie, haben eben gesagt, Sie machen dann so Lesungen und gucken, ob Ihre Pointen überhaupt ankommen. Gibt es privat, wie haben Ihre Eltern reagiert, als der eigentlich vorgesehene Pfarrer, Kinderarzt, Staatsanwalt Witze machte? Also es gibt einen wirklich ganz lustigen und sehr wahren Moment. Als ich mit dem ersten Bühnenprogramm in München gespielt habe, ich lebe in München, waren meine Eltern eben zu Gast. Und ich habe mich einfach gefreut, dass meine Eltern da sind. Und im Lauf des Programms, in der zweiten Hälfte, merke ich so, Moment mal, du machst jetzt gleich deine Eltern nach. Das wissen die ja gar nicht. Und ich war die ganze Zeit so, oh Gott, das kann man, hab ich mir überlegt, kann man das irgendwie ausklammern? Vielleicht kann ich gleich zum Ende, nee, dann fehlen mir 10 Minuten, das sieht auch nicht gut aus, dachte ich mir. Und dann, ich konnte sie aus im Halbdunkeln so leicht erkennen und die saßen da so ganz brav und haben geguckt, was man halt so macht im Theater. Und irgendwann kam es dann dazu und ich denke mir, ach du liebe Zeit, und ich bin dann so, klar, du musst dann irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, hilft ja nichts, kannst du irgendwie nicht den anderen Leuten irgendwie die Show sozusagen vermiesen. Und ich war aber extrem, das hat mich total belastet und die Vorstellung war vorbei und dann bin ich runter zu meinen Eltern. Und was auch noch ganz lustig war, während ich gespielt habe, die Leute außenrum alle haha und zwischendrin waren zwei ältere Herrschaften, die so da saßen. Und ich dachte mir, oh Gott, das wird wirklich ganz schwierig. Und dann bin ich nach der Vorstellung zu meinen Eltern und habe so gefragt, und wie war es? Und meine Mutter, ja, war schön. Und mein Vater sagt allen, es ist, Junge, sag mal, bin ich wirklich so laut? Und das war's. Und was mich sehr gerührt hat, am nächsten Tag sind sie wieder in die Vorstellung gekommen und ich glaube, da konnten sie es dann etwas besser genießen. Weil beim ersten Mal, ich glaube, wenn dann der Sohn steht und das ist so, da ist man aber wahrscheinlich etwas vorsichtig. Ich glaube, Rick, der Druck, den Eltern auf Kinder ausüben, ohne es zu wollen, der ist natürlich ganz extrem, wenn Kinder auch gerade was öffentlich machen. Jeanette, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sie haben ein sehr gutes Verhältnis zu Ihren Eltern. Ja. Als Sie anfingen, in die Öffentlichkeit zu gehen, haben die Bibbern zu Hause gesessen? Wie haben die Sie unterstützt? Ja, alles aufgenommen, natürlich jede Sendung gesehen, bei jedem Konzert gewesen, was halt so möglich war. Ne? Aber ich habe halt keine Witze über meine Eltern gemacht. Das erleichterte die Sache. Ich habe halt höchstens meiner Mama irgendwie vor Tausenden von Menschen zum Geburtstag gratuliert und ein Ständchen gesungen. Das kommt besser, das musst du nicht Schleimer. Also die erste Geschichte heißt nicht schön, aber direkt, das heißt, da sind wir im Ruhrgebiet. Ne? An lauen Sommerabenden stehe ich gern auf der Eisenbahnbrücke am Loring in Bochum und schaue auf meine Stadt. Ich sehe das Mercedes-Hochhaus am Bahnhof, die Fiegebrauerei, das Hochhaus der Stadtwerke, die Türme von Propstei und Christuskirche und ganz rechts erkenne ich sogar noch den Förderturm des Bergbaumuseums. Und dann denke ich, boah, schön ist das nicht. Wir im Ruhrgebiet laden Auswärtige gerne dazu ein, zu uns zu kommen, um ihren Begriff von Schönheit zu erweitern. Eine mittelalterliche Garnisonsstadt mit Stadtmauer, Fachwerkhäusern und Fürstenresidenzen schön finden, das kann ja jeder. Aber auf dem Gasometer in Oberhausen stehen, sich umgucken und sagen, Kerr, wat ne geile Gegend. Dafür muss man von hier sein. Was wird am Ruhrgebiet am meisten überschätzt? Das viele Grün. Wir können es nicht mehr hören, wenn die Zugereisten sagen, ja, ich hätte ja nie gedacht, dass es hier so viele Bäume gibt. Ja, sag, stelle vor, sage ich dann immer, wir haben sogar fließendes Wasser. Ich kenne viele Bücher von Ihnen, ich glaube sogar fast alle, lieber Frank Gosen. Aber hier geht es darum, dass man das Gefühl hat, man ist mittendrin im sozusagen im Prototyp des Ruhrgebietlers. Und der Prototyp als solcher ist in Ihrer Familie weit verbreitet. Ja, es ist auf jeden Fall so eine bisschen auch eine Verklärung. Und wir haben ja immer viel mit den Klischees zu tun, die über das Ruhrgebiet erzählt werden. Und lange Zeit habe ich ja auch versucht, die zu widerlegen. Heute sage ich Scheiß drauf. Im Gegenteil, ich sage den Leuten, das stimmt alles. Wir leben wirklich unter Tage. und versuch dem so ein bisschen. Ja, die Häuser oben sind nur Attrappen. Und ich versuche dem so ein bisschen so positive Klischees entgegenzustellen. Und da darf man nicht alles so jetzt genau mit der Lupe nachgucken, ist der denn wirklich jetzt auch sozial genau auf den Punkt oder so. Einige Figuren in dem Buch sind auch so, wie ich sie mir wünschen würde.
Und, aber Ihre Oma ist doch echt. Meine Oma ist so. Ja, meine Oma ist ja, habe ich ja auch. Das wurde ich ganz, ganz betroffen. Ich dachte, wir erfunden. Nein, meine Oma hat schon ganz viele der Sätze, die ich in dem Buch unterstelle, wirklich gesagt. Einer der berühmtesten ist ja der, wo sie 5 Jahre nach dem Tod meines Opas gefragt wurde, ob sie nicht mal wieder einen Kern anlachen wolle. Und meine Oma sagte, ich brauche keinen Mann mehr für die Wohnung. Ich habe sie mal gefragt, du hast ja den Zweiten Weltkrieg überlebt und die Ehe mit dem Opa, was war denn eigentlich schlimmer? Und da sagte meine Oma, na, mit dem Opa hat länger gedauert. Ich weiß, dass Bill Mockridge, ja, Ihr Ehemann, mal im Kölner Treff gesessen hat und dann klingelte sein Handy. Oh. Das war schrecklich. Und in der Sendung live hat er mit seinem Sohn telefoniert, der soll jetzt ins Bett gehen. Ja. Auf Englisch. Nein, der wollte länger Ausgang haben, weil ich hab's gesehen. Ich habe zu Hause gedacht, ja, deswegen würde ich jetzt vorschlagen, jetzt rufen Sie doch bitte einfach mal. Gibt's die Möglichkeit, ihn zu erreichen? Ich hoffe schon. Okay, ich hoffe doch. Schauen wir mal. Sie schalten das Handy bitte ein? Ja, ist an. Sehr gut. Ich hole mal was aus meinem Zauberkasten. Soll ich das anmachen? Ja, bitte. So, okay. 2 Anrufe in Abwesenheit. Nee, jetzt aber. Und ich würde Sie bitten, dieses Kartenspiel hier einfach mal einzustecken. Ja. Ich reiche Ihnen das mal so rüber. Ja, das kann das ja jetzt soll ich einstecken. Genau, ich soll das einstecken. Das bitte einstecken. Ja, ach so. Und tschüss. Weg sehr gut. Es sitzt ein Zauberer und ich sollte dich anrufen, weil du nämlich bei der Bettina einmal rief der Lenny an, live. Das ist immer noch peinlich. Schöne Grüße. Ja, du bist jetzt. Hi. Ja, so, was müssen wir machen? Er soll sich jetzt einfach mal vorstellen, dass wir hier in dieser Show sitzen. Und er soll sich vorstellen, wie ein Magier. Du sollst dir vorstellen, wie ein Magier. Ein Kartenspiel genommen hat. Ein Kartenspiel genommen hat. Und das in ihre Tasche gesteckt hat. Und das in meine Bläsertasche gesteckt hat. Sehr gut. In my pocket. Ja, und? In meiner Garderobe. In Farids Garderobe. Ja. Habe ich vorher das Kartenspiel genommen, durchgeblättert. Hat er das Kartenspiel vorher in die Hand genommen und durchgeblättert? Für eine Karte habe ich mich entschieden. Und für eine Karte hat sich der Farid entschieden. Ich habe sie genommen und umgedreht wieder hineingesteckt. Er hat sie genommen und umgedreht wieder. Mir wird ganz schlecht. Hör mal. Moment. Er hat sie genommen. Moment. Er hat sie genommen und umgedreht wieder in das Kartenspiel reingesetzt. Genau. Okay. In dem Kartenspiel befindet sich also jetzt eine Karte verkehrt herum. In dem Kartenspiel, das ich in der Tasche habe, befindet sich eine Karte verkehrt herum. Genau. Kann er sich vorstellen? Kannst du dir vorstellen, Bill? Ja. Was um welche Karte es sich handelt? Um welche Karte es sich handelt? Er hat an die Herzdame gedacht, weil er an mich gedacht hat. Oh. Aber ich habe. Oh. Oh. Ja, wir können also bei der Herzdame bleiben, die wird sehr oft genannt, oder wir nehmen irgendeine andere Karte. Du kannst bei der Herzdame bleiben, weil sie sehr oft genannt wird, aber du kannst ja auch noch schnell eine andere überlegen. Dann denkt er an die 6 Jungs und sagt Herz 6. Herz 6. Ja, 6 Heart. Okay. Ja, Herz 6, mein Gott, was für eine Sprache. Wenn er dabei bleiben möchte, können wir auch. Möchtest du dabei bleiben? Er bleibt auf jeden Fall dabei. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Und einen Applaus für Bill. Tschüss. Schöne Sendung noch. Danke. Schöne Sendung noch. Tschüss. Kann ich auflegen? Ja. Ich lege jetzt auf. Tschüss, tschüss. Bis nachher. Tschüss. Tschüss, tschüss. Bill Mockridge hat die Herz 6. Herz 6. Genau. Mache ich jetzt wieder auf? Bitten? Ja. Okay, Moment, ich muss aus. Ich muss auch in Kur, wenn das jetzt so Ende ist. Ich kriege Hitzepop. Ja. So, bitte schön. Das glaube ich jetzt nicht. Das mit will spitzen ich jetzt nicht Fingern, haben. Meine Damen und Herren. Die Herz 6. Er hat zuerst gesagt, die Herzdame. Er hatte die vollkommen freie Auswahl, hat sich für eine einzige Karte entschieden, die hier verkehrt herum im Spiel ist. Und meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht. Yes! Nee! Die Herz 6. Das ist geil! Genau. Es hat sich ja sehr viel geändert. Ja. Auch da, wo, ich weiß nicht, was das an Einstellung war, aber da, wo Sie wohnen, das war ja mal so eine Art Landkommune, ne? So was, richtig. So was Wildes. Ja, total. Und heute 14 Leute auf einem Haufen und
alle wahnsinnig oder zumindest verrückt im positiven Sinne. Und heute ist eine Familienkommune. Und das hat sich dann so langsam abgelöst. Wir haben viele Kinder bekommen, manche sind weggezogen wegen den Kindern, also hin zu den Kindern. Andere vielleicht dann da geblieben. Ich in meinem Teil und meine Familie ist zu mir gezogen, dann meine Frau und dann haben wir die Kinder gekriegt. Und so hat sich das Ganze ein bisschen sehr dezent geworden. Ist es ein gutes Gefühl, dass das so jetzt in einem klaren Fahrwasser ist? Schon. Das Leben. Ich meine, die Kinder übernehmen das Ruder, ja, um bei diesem Bild zu bleiben. Die Kinder sind 10 und 5. Und ja, und da kannst du ja eh nichts gegen machen. Und dann kommt noch die Schule und diese ganzen, da denke ich, warum bin ich Popstar geworden? Nicht, um morgens irgendwie 5.30 Uhr aufzustehen. Glück macht es meine Frau. Aber trotzdem, es ist früh jeden Morgen. Und du bist wieder in diesen gesellschaftlichen Zwängen drin, dass du dich eigentlich, aus denen du dich gelöst hattest. Gott sei Dank. Aber die Kinder haben doch einen total coolen Papi. Das will ich hoffen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange man cool bleiben kann für seine Kinder. Irgendwann musst du ja uncool werden, spätestens in der Pubertät. Ja, aber wenn Sie, wenn Thomas D. Dieser Hip-Hop ist wenn auch Thomas D. seine 10-jährige Tochter vors Schultor fährt, dann müssen die doch schon schreien. So sieht's aus. Ich habe mir extra so einen gelben US-amerikanischen Schulbus gekauft und bin da letztens schon mal. Ja, war ich so der Chef. Boah, wie da geht die Türe auf hier mit so einem Hebel und dann so, nur du. Und alle anderen. Ja, ich meine, man muss natürlich, ist ja klar, schon ein bisschen Gas geben. Da muss man aufpassen, irgendwann kippt das. Ja, irgendwann sind doch für alle die Eltern peinlich. So, ja, voll. Ja, ist schon mal passiert? Ja, wenn ich dann so coole Sprüche reise so, und die Freundin von meiner Tochter voll beeindrucke, meine Tochter nur so, Papa, nicht vor meinen Freundinnen und so. Klar, da müssen wir alle durch. Entschuldigung, wir erinnern uns alle noch ein bisschen an die Hochzeit 93 mit Boris Becker. Da nehme ich gar nicht mehr. Wir schon. Nein, aber das ist jetzt wieder so eine Schlagzeile, aber ich erinnere mich daran nicht, weil ich war im 9. Monat schwanger und es war wirklich so ein Out-of-Body-Experience. So ein Hormonstau. Es tut mir auch wirklich leid, dass hier jedes zweite Wort gerade so ein bisschen Englisch ist. Ich komme irgendwann jetzt gleich in der Sprache an. Ja, wir sind in Köln, nur zur Orientierung. Nee, ich würde jetzt doch jetzt gerne dieses Bier trinken. Das ist kein Bier, das ist Kölsch. Das ist das, was meine Frau sagt. Ehrlich gesagt, dieses Biergespräch finde ich inzwischen so, bin ja mit einem Belgier verheiratet. Also wirklich, das Bier-Schokoladen-Waffel-Gespräch für mich vorbei. Ja, okay. Ich jeder, was er möchte. Wir lassen das jetzt sofort, aber ich muss jetzt noch mal einmal zu Hugo Egon Balder natürlich zurückkommen. Auf die Eheerlebnisse sind jetzt glücklich zum vierten Mal geschieden. Ich hoffe, glücklich. Ja. Was am Leben ist jetzt neu? Man kriegt viel von Ihnen mit. Eine neue CD, eine Kneipe, die Sie mitgegründet haben. Was noch? Nichts. Ach so, dann geht's ja. Keine neue Liebe? Ja, aber schon ist ja nicht mehr neu. Ist ja schon seit über 3 Jahren jetzt. Ich lese ja nicht so viel in den... Ach so, Gott sei Dank. Ich komme ja da auch nicht vor in den Blättern. Saba. Ja, wir sind jetzt über 3 Jahre zusammen, das ist alles wunderbar. Ich bin jetzt auch geschieden, also es funktioniert alles. Aber ich weiß, das meine ich jetzt überhaupt nicht nachkartend, als Sie 2006 im Kölner Treff waren, da haben Sie mir vorgeschwärmt, dass das was Tolles ist, endlich einen Heimathafen gefunden zu haben, kleine Kinder zu haben. Ich habe noch besorgt gefragt, wird das nicht zu anstrengend? Ja, ist richtig. Na ja, gut, das war damals eine andere Situation. Da habe ich noch versucht, alles ein bisschen flach zu halten, damit das nicht so in die Öffentlichkeit kommt. Und wenn man Kinder hat, muss man sowieso aufpassen, nicht? Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil die natürlich damit einbezogen werden. Und das möchte man ja nicht so gerne. Ne? Ach, das hat damals schon gekriselt? Nee. Das hat schon, ach, schon viel länger. Das wusste nur keiner. Och, Sie haben mich angeschwindelt. Natürlich. Na, das ist ja toll. Na, da freue ich mich jetzt aufs Gespräch. Ja. Aber wie ist die Verbindung zu Soest heute? Ach, ganz gut. Also ich habe nämlich neulich mal in so einem Porträt gesehen, im Fernsehen höchstpersönlich, und da war das irgendwie so, dass halb Soest ganz außer sich war vor Freude, als Sie nach Hause kamen, wenn ich das so sagen darf, nach Hause. Halb Soest, meinen Sie jetzt das Lehrerzimmer in meinem alten Gymnasium? Auch, aber nicht nur. Nee, es ist, ich glaube, ich habe eine sehr gute, also ich bin da aufgewachsen, bin da groß geworden. Ich glaube, dass sehr viele Leute einen viel besseren Eindruck haben, also im Rückblickend von mir, als sie ihn damals tatsächlich hatten. Ja, es geht das Gerücht, Sie haben es wahrscheinlich selbst gestreut, dass Sie eigentlich in Soest selber noch, so zu 15, 16, 17, dass Sie, man sagte damals, ein Halbstarker waren. Ja, ein Rabauke. Ja, so ein Rabauke, ein richtiger. Ein richtiger Rabauke. Ja, und weil der Sascha, ne? Das ist ein richtiger Rabauke. Da kannst du mich für begucken. Da kommt er dahin nur und dann mit den Mädchen immer und in der Kapelle. Der singt in der Kapelle, ne? Ja. Muss ich aufpassen. Ja. Aber Moment.
ein Rabauke. Rabauke ist ja nicht nur mit dem Mädchen unterwegs. Rabauke gibt ja auch mal einem eins auf die 12. Nee, das war ich nicht. Kein Schläger oder so. Also das haben wir nicht. Ich hatte einen Trupp von Jungs, mit denen ich mich auch lustigerweise jedes Jahr, das wieder, kommen wir mal wieder zu Weihnachten. Deshalb Weihnachten ist für mich eigentlich die einzige Tradition, die es wirklich gibt, ist, dass ich seit 20 Jahren mich mit meiner alten Clique aus Soest zum Weihnachtsessen am zweiten Weihnachtstag verabrede. Und dann sind wir jedes Jahr, also bis auf manchmal ein paar Ausfälle, weil sie nicht können, aber ansonsten seit 20 Jahren, jedes Jahr Weihnachten gehen wir fein essen, ziehen uns Anzüge an mit Krawatte und machen auf dicke Hose. 1949 ist das Datum, da haben Sie geheiratet. Musste. Musste. Hat Ihre Frau Sie gezwungen oder wer? Nein, ich habe mich hinreißen lassen. Ja. Nein, es ist so, meine Frau ist Kriegerwitwe. Und wir jungen Buben haben die Kriegerwitwen geheiratet. Sie ist 10 Jahre älter. Und dann haben wir geheiratet und dann kam ein Kind. Und dann, wenn du da früher nicht geheiratet hast, mein Lieber, du konntest nicht durchs Dorf gehen, da wärst du gesteinigt worden. Gell? Und die Frau habe ich geheiratet und bin halt noch bei ihr. Sie haben gerade gesagt, wir mussten die Kriegerwitwen heiraten. Wir mussten nicht, sondern wir durften, weil die hübsch waren, die Frauen. Eine Frau, die 10 Jahre älter ist und der Bub ist 18 oder 19, das ist ein Traum, so eine Frau zu heiraten. Wie hat denn damals Ihre Umwelt reagiert? Wie hat denn Ihre Familie reagiert? Komm. Sprachlos. Singend. Singend. Ist doch ganz klar. Es war undenkbar. Gell? Es war undenkbar. Aber warum? Ich habe mir gar nichts ausgemacht. Aber Sie haben sich durchgesetzt. Ja, sicher. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe die Chöre nacheinander genommen und gesungen und musiziert. Und das Kind war da, es war Freude. Und dann ein Kind hat meine Frau mitgebracht. Und das ist auch eine seltsame Geschichte. Der arme Bub ist geboren beim Bombenangriff und wurde an die Wand geschleudert, gell, und ist einseitig gelähmt. Das sind noch Kriege. Und sie hat sie mitgebracht, den habe ich auch in die Familie aufgenommen. Ein Kind kam dazu. Ich war 20 Jahre alt und war eine vierköpfige Familie. Ich bin darüber jetzt wirklich, ich versuche mir vorzustellen, ein junger Mann, der das erlebt hat, was Sie eben geschildert haben, ja, diesen schrecklichen Volkssturm, wo so viele seiner Mitschüler umgekommen sind, seiner Internatsfreunde, der verliebt sich mit 18 in eine Kriegerwitwe, die 10 Jahre älter ist und die einen halbseitig gelähmten Sohn hat. Das heißt, Sie mussten schon sehr, sehr stark gewesen sein. Also ich habe wegen dem Sohn eigentlich sehr geheiratet, um ehrlich zu sein. Der hat mir so leid getan. Ich habe ihn getragen von Krankenhaus zu Krankenhaus, Gipsbein und dann Sehnenverlängerung und habe Bauplätze verkauft, nur dass der Bub auf die Beine kommt. Es ist nicht gelungen, aber in jedem Fall hing mein ganzes Herz an dem Bub, der eigentlich mir gar nicht gehört. Und da habe ich schon gespürt, das muss ich einfach machen. Ich konnte den Bub einfach nicht allein lassen. Sie haben eine Tochter, die ist jetzt 12? Die wird 13. Wird 13, Paulina, ist richtig, ne? Wird, und das, damals war es auch so, dass die Ehe auseinanderging und sie sich Gedanken gemacht haben, wie erhalte ich dem Kind jetzt beide Elternteile? Das ist ja eine ganz große Prüfung, denke ich, im Leben von allen Ehen. Und es sind ja so viele, die geschieden werden. Ein großes Thema. Also das wird immer mehr zum Thema. Früher sind die Paare ja zusammengeblieben. Und das war ja was ganz Besonderes eigentlich, sich zu trennen. Und sehr unüblich. Und so seit, sagen wir mal, 15 Jahren ist das ja, wird das immer normaler. Ja, also bei Paulinas Klasse ist, glaube ich, 60% der Eltern sind getrennt. 60%, das ist viel. Sie haben selber mal vom Ende der Kleinfamilie gesprochen. Sehen Sie da so schwarz? Glauben Sie, die Ehe ist nicht zu retten? So die Kleinfamilie fand ich immer ganz furchtbar. Eigentlich. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass das funktioniert. Es gab früher die Großfamilie, die waren ja alle zusammen. Die Großeltern waren da und es war eine sehr lebendige Veranstaltung, das Ganze. Kinder hatten Kinder, sie waren vom Kinder umgeben. Und in der Kleinfamilie ist es ja so, dass beide meistens dann arbeiten und das Kind so ein Einzelkind so ist. Und das ist relativ, stelle ich mir, schwierig vor. Ja, und ich muss noch korrigieren, ich war nicht verheiratet mit der Birgit Keller. Ach so, Entschuldigung. Aber wir waren lange zusammen und haben alles versucht, natürlich auch zusammen zu bleiben. Und es kam der Punkt, wo das nicht mehr ging. Und was ich halt sehr, sehr interessant finde, dass so eine Beziehung ja auseinandergeht, weil man nicht mehr kommunizieren kann. Man hat alles probiert und versucht und besprochen und irgendwann geht das nicht mehr. Und wenn man sich trennt, ist das Wichtigste eigentlich zu kommunizieren, weil man über dieses Kind kommunizieren muss. Und genau das ist das, was nicht mehr geht. Und das Kind merkt es ja auch, wenn bei den Eltern das nicht mehr geht. Ja, und vor allem ist es dann meistens auf den Schultern des Kindes findet das statt. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Das heißt, man muss sich zwingen dazu, in so einer Situation miteinander zu reden. Das finde ich so unendlich wichtig. Und
Ja, kann ich auch nur empfehlen, auch wenn das dann nicht geht, dass man Hilfe holt oder dass man einfach spricht miteinander. Sie wohnen ja in einem Mehrgenerationenhaus, so kann man das ja bezeichnen, mit Ihrer Tochter und dem Enkelkind und Ihrem Sohn und den Hunden und den Katzen. Ja. Die zähle ich mal dazu. Ist das so etwas, wo Sie auch ganz bewusst gesagt haben, ich sorge schon mal vor, ich möchte mich im Grunde genommen, wo ich alleine lebe, Sie leben ja seit einigen Jahren ohne eine Partnerschaft, ich möchte mich auf die Familie auch verlassen können? Nein, das war nicht mein Gesichtspunkt. Vielleicht, wenn ich nachdenke, könnte ich darauf kommen. Aber nein, die Nicole ist ja auch schon mal ausgezogen. Die kommen immer alle wieder zurück. Da arbeiten andere gezielt drauf hin. Ja. Nein, also das es hat ja wirklich jeder sein Leben. Aber diese innerliche Gemeinschaft, die ist so toll. Ich meine, meine Kinder, ich koche jetzt auch ganz anders, wie ich koche auch ganz anders. Die kochen, alle drei können, also mein Sohn kann glänzend kochen, meine Tochter kocht gut, ich koche auch gut, aber ich bin denen zu unmodern. Ich koche noch Rouladen oder ein Gulasch oder so. Es muss nicht immer Jamie Oliver sein oder wie der heißt. Oder ein Wok, was auch sehr gut schmeckt, aber das andere kann ich halt. Sie haben Ihrem Vater, als er sehr krank war, ist mittlerweile gestorben. Ja. Er hatte Lungenkrebs, er war, man kann sagen, dann todkrank. Und Sie haben ihm dann einen Hund geschenkt. Ja, das war... Warum? Also erstmal kommen bei mir immer noch auch Menschen an erster Stelle. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass der Hund ein artgerechtes Leben führt. Und das wusste ich da natürlich, weil er noch mit seiner zweiten Frau verheiratet war, die eine absolute Hundenärrin auch ist. Und die Idee einfach dahinter... dass da auch mal was anderes in dieser Krankheit ist. Da ist nun die Diagnose Lungenkrebs und die ganze Zeit sitzt man dann da und dann ist der Krebs ist so dominant und ist immer dort, wo vorher eigentlich ein netter Haushalt war. Und der Hund bringt so viel Abwechslung, Freude, Unbefangenheit in dieses Leben, dass das wirklich unheimlich viel Freude allen gemacht hat. Die hat übrigens immer unter der Decke von meinem Papa geschlafen, auch wenn er zum Schluss sich auch mal wieder 5 Tage nicht gewaschen hat. Das hört sich furchtbar an, aber es ist dem Hund egal und das war für meinen Vater ganz toll. Und jetzt wiederum ist es so, die Frau hat sich natürlich die ganze Zeit auch schon gekümmert und sie hat jetzt immer noch einen ganz tollen Freund an ihrer Seite und ist nicht alleine. Also das ist für sie, sie hat gesagt, was würde ich ohne Peter machen? Das ist für sie ganz, sie liebt sie über alles. Und die beiden passen einfach toll zusammen. Es war eine harte Geschichte. Sie haben sich um Ihren Vater gekümmert. Sie haben eben diesen Hund geschenkt. Und als Ihr Vater gestorben ist, da waren Sie im Dschungelcamp. Ja. Und haben moderiert. Wussten Sie, dass er im Sterben liegt? Ja, 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 das natürlich. Weil also Lungenkrebs ist natürlich eine Diagnose, die meistens leider sehr in einem sehr hohen, späten Stadium diagnostiziert wird. Stadium 4 von 5, weil es so spät erkannt wird. Und deswegen, war ein Jahr schon nach der Diagnose und der war auch im Krankenhaus, als ich abgereist bin und ich bin auch in das Krankenhaus gefahren und habe mich für mich verabschiedet. Natürlich nicht mein Papa so, nicht, dass ich dich nicht mehr wiedersehe. Aber ich meine, es nutzt ja auch nichts eigentlich da zu bleiben. Ich helfe, ich kann ihn dann auch nicht gesund wieder machen. Und mein Vater war immer wahnsinnig stolz auf mich, was ich alles erreicht habe. Und er wäre gerne selber oft im Fernsehen gewesen. Und deswegen weiß ich, dass er da Freude dran gehabt hätte. Also, und er ist am letzten Tag, wirklich am letzten Tag, ich muss auch sagen, ich war dort und habe mich nicht getraut, zu Hause anzurufen. Mhm. Ja, weil ich mir gedacht, was machst du denn dann? Kannst du die Sendung weiter moderieren? Nee. Nach Hause fahren? Wäre schlecht nutzt gegangen. Nutzt das was? Mhm. Ja, und deswegen war ich froh, das hört sich jetzt furchtbar an, aber dass es am letzten Tag war und dass man mir auch vor dieser letzten Sendung auch nichts gesagt hat, klar, damit ich halt noch natürlich weiter moderieren konnte. Es ist, glaube ich, nicht normal, oder nicht unbedingt normal, dass zwei Geschwister, die in verschiedenen Städten leben, die ihr eigenes Leben gelebt haben, dass sie so verbunden sind. Woher kommt Ihr Familienzusammengehörigkeitsgefühl? Von also, Eltern, ne? Ja, genau, von unseren Eltern. Also wir sind die einzigen Kinder. Und unser Vater ist leider 1990 aus heiterem Himmel verstorben. Und unsere Mutter hält jetzt immer noch die komplette Familie zusammen, ist super toll drauf. Sitzt und, live in Königsdorf am Fernseher und schaut... Absolut. Und streichelt jetzt meinen Kater Filou, weil er sehr aufgeregt ist, wenn ich im Fernsehen bin. Im Radio kennt er das inzwischen schon. Nein, also bei uns wird Familien sind sehr, sehr groß geschrieben. Und ich denke, das ist so sehr der Ursprung des Ganzen. Allerdings müssen wir uns outen, Rolf. Ich glaube, so in den letzten 10, 15 Jahren, seitdem ich natürlich auch richtig intensiv in diesem Fußballgeschäft bin, ich mache das jetzt auch schon 20 Jahre Bundesliga, man glaubt es kaum, unterhalten wir uns am Telefon, seien wir ehrlich, 80-85% über Fußball. 100%. Ja, jetzt übertreibt man wieder. Ja, ich muss sagen, das ist ganz entscheidend. Außer der Liebe
dem Respekt und der Anerkennung, wenn sie jetzt Malerin wäre, würde ich mit ihr nicht jede Woche dreimal telefonieren. Also das ist schon der Fußball und wir reden wirklich zu 99% über Fußball. Wenn ich von der Autobahn zurückkomme aus Hamburg oder aus München oder aus Bremen und sie hat das Sportstudio gesehen, dann sagt sie, wie sie es fand, ich höre ihre Reportagen, die Sendungen von ihren Kollegen, verbindet uns ganz eng. Soll ich Ihnen mal ehrlich was sagen, Herr Töpperwien? Ich glaube nicht, dass Sie ein Mensch sind, der sich gerne kritisieren lässt. Lassen Sie sich von Ihrer Schwester kritisieren? Aber selbstverständlich. Ich lasse mich von Leuten, die eine Kritik positiv anbringen, die eine konstruktive Kritik formulieren, sehr gerne kritisieren. Ich lasse mich nur nicht kritisieren von Menschen, die die Gehässigkeit in den Vordergrund stellen. Das lehne ich ab. Und diese Menschen lehne ich auch ab. In welcher Gesellschaft fühlen Sie sich wohler? In der Gesellschaft von Männern oder von Frauen? Ach, von Frauen. Ja. Ja, ehrlich gesagt von Frauen. Warum? Ja, ist die nächste Frage. Berufskrankheit. Sie haben ja eben schon angefangen, Ihre Familiengeschichte zu erzählen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass Sie ganz stark, offensichtlich geprägt worden sind von Großmutter und Mutter. Ja. Wer war stärker? Großmutter. Warum? Jetzt kommt es. Wahrscheinlich von zwei Weltkriegen gestellt, halb ostpreußische Herkunft. Eine starke Frau, sicherlich für meine Mutter wiederum, ihre Tochter nicht immer einfach, aber ich bin, was damals unüblich war, ich habe eine berufstätige Mutter gehabt, die musste arbeiten. Noch eine starke Frau. Auch, ja, waren starke Frauen. Ja. Wenn Söhne bei so starken Frauen groß werden, werden das manchmal Softies? Ja. Ihr nicht. Ja. Nein, dann. Hier nicht, ich meine, was heißt auch starke Frau? Ich habe die auch weinen sehen und habe die auch schwach gesehen. Yes. Und zwar irgendwie, teilweise war nicht genug Geld im Haus und dann hilft dir die Stärke auch nur zum Teil. Aber ich bin eben aufgewachsen in so einer Mentalität, geklagt wird nicht. Und abends kannst du einen heben, aber morgens um 7 wird kalt geduscht und um 7:30 stehst du wieder da. Ist das zu privat, wenn ich danach frage, ob sich Ihre Großmutter ganz gerne eingezwitschert hat? Das ist ein klares Ja, hat sie. Sie sind ein Mann der klaren Antworten, das gefällt mir. Sie sind in den 60er Jahren aufgewachsen, das heißt aber auch damals war ein Scheidungskind noch eher die Ausnahme. Mit mir durfte man nicht spielen. Also ich war das einzige Scheidungskind in der Klasse, im Gymnasium. Und das war nicht ganz einfach. Also ich erinnere mich, als ich so 3 Tage nach der Scheidung meiner Eltern hatten wir einen Englischlehrer. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Und ich habe so in der Klasse so Quatsch gemacht. Und da sagte er halblaut, man merkt schon jetzt, dass er keinen Vater mehr hat. Ah, okay. So als ob es meine... So, aber ehrlich gestanden, es hat mich auch im gewissen Sinne stärker gemacht damals. Also es klingt jetzt so dramatisch. Ich hab mein Leben irgendwie ziemlich angenommen und vielleicht war das auch ganz gut, dass ich so diese Widerstände hatte als Kind, denn sie haben mich irgendwie reifen lassen, kann man das so sagen. Waren Sie früh reif? Ja. Das war jetzt klar. Das wollte ich jetzt gar nicht so genau wissen. Okay. Ralf Schmitz, Sie sind ein Katzenmensch oder ich würde mal sagen, Ihre Katze ist... umgedreht irgendwie, weil Sie haben, glaube ich, zu Hause nicht viel zu melden. Meine Katze ist umgedreht? Ja, das beschreiben Sie doch auf links. Ja, wenn die sich so übergibt, Katzen übergeben sich ja, die lecken ja diese Haarsachen weg, wenn die sich sauber machen. Und irgendwann sitzt man mit dem Buch auf der Couch und hört man und denkt man, nein, nicht auf dem Teppich, bitte auf die Fliesen. Und dann rennt man direkt los und hat die Katze unterm Arm und die Katze Das ist ja ein Countdown. 10, 9, 8. Damit die Katze auf die Fliesen kotzt, damit die nicht wieder übergibt, damit die nicht wieder auf den Teppich. Und das ist furchtbar. Das warum sind wir drauf kotzt gekommen. Die? Bitte? Warum? Weil sie Lust drauf hat. Ja, da Bock. Das ist wahnsinnig. Professor, jetzt bin ich mal dran. Jetzt bin ich. Ich war so froh, dass Sie von Katze keine Ahnung haben. Ich habe mich so gefreut und dann bin ich einen Satz weit gekommen. Danke. Nächste Woche. Nächste Woche. Ach so, ich komme nächste Woche. Die machen jetzt weiter, oder? Entschuldigung. Eine Karte. Ja. Geben Sie der Katze Reden Sie ruhig weiter, ich trinke schon.
Es ist eine einzigartige Liebesbeziehung, über die Sie geschrieben haben. Ein ganzes Buch über, ich weiß nicht, wie viele Seiten, weil ich habe es als Hörbuch gehört. Insofern weiß ich nicht. Schmitz Katze heißt es sinnigerweise. Ja. Sie sind 33, ist richtig, ne? Ich bin 33, Sie sind 33 und haben seit 23 Jahren mit dieser Katze eine Beziehung, ohne dass Sie mich missverstehen. Ja. Also ich wusste ja, dass Katzen so alt werden. Wusste ich auch nicht. Wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, bist du bekloppt? Ich denke, 3, 4 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, so, da ist die Sache gegessen. Nee, die weiß nicht, die weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Ich habe mich gefragt, komisch, das ist ein kleiner Junge, der Sie damals gewesen sind, 8, 9 Jahre. Ja, klein immer noch, aber Junge nicht mehr, das stimmt. Ja. Dass Sie sagen, ich will nicht was Kleines, Kuscheliges, also so ein Katzen, sagt man da auch Welpen bei Katzen? Welpen? Ja. Nein. Nee. Also, Baby, ganz einfach Katzen. Oh, Baby. Sie haben sich die ausgewachsene Katze ausgesucht. Ja, das stimmt. Wir wollten, auch das aber, das ist gar nicht für mich, Entschuldigung. Das stimmt. Wir sind ins Tierheim und wollten ich wollte eine Katze retten. Ich hatte gerade das letzte Einhorn gesehen, fand das ganz selbstlos, fand ich ganz toll. Und dann sind wir ins Tierheim und dann waren wir erst in dem Babyzimmer und ich, oh, die und überall, alles voller Katzenbabys und meine Mutter, alles klar, haben wir im Sack, super. Und dann sagte aber die Tierheimleiterin, das war so Fräulein Rottenmeier, so ähnlich, so wie Fräulein Rottenmeier aus Heidi, die hatte das geübt, da bin ich ganz sicher. Jedenfalls war ich so, ja, nebenan haben wir auch Katzen, die keiner will. Und dann habe ich ja, oh ja, das letzte, ich rette eine alte Katze. Und dann kam ich dann rein und dann lief eine ganz dünne, alte, nein, alte nicht, aber ausgemergelte Katze hier so an der Seite operiert von der Sterilisation. Ganz furchtbar, ein hässliches Vieh, wirklich. Ein hässliches Vieh lief so auf dem damaligen, so auf, es gab so einen Umlauf auf der damaligen Höhe meines Kopfes. Damaligen Höhe meines Kopfes. Und ich stand da, die kam direkt hier, guckte mich an und meinte, jau, jau. Meine Mutter sagt, ja, die Katze sucht den Menschen aus und nicht der Mensch. Ich so, ja, gut. Ja. In 8 Jahren habe ich dann Minka. Aber ich habe es nie bereut bis heute. Die hat auch, ja. Und kennt sie alles von dir? Ja, die schreibt mit. Woran merkst du das? Nee, das woran ich das merke? Dass sie alles von dir weiß. Na, sie wusste alles. Wie gesagt, sie hat Alzheimer. Die hat jetzt alles wieder vergessen. Die hat wirklich Alzheimer. Die hat wirklich Alzheimer. Die sitzt vor der Balkontür und möchte raus. Und au, au. Weil die hört ja nichts mehr. Deswegen brüllt die lauter als andere Katzen. Und dann machst du die Tür die raus. Dann machst du, gehst du jetzt wieder hin. Dann will die wieder rein, weil sie denkt, oh, ist aber kalt hier. Wieder rein. Und das geht dann 30, 40 Mal raus und rein, weil die immer vergisst, ach, war ich schon mal draußen? Nee, geht's nicht. Dann sitzt sie wie. Ah, ist furchtbar. Wirklich? Stimmt, es ist wirklich wahr. Also, Ralf, wenn die ist verrückt, die ist bekloppt, die ist verrückt. Ich habe dieses Buch geschrieben als Therapiemaßnahme. Das muss ja irgendwo hin, verdammt nochmal. Seit 23 ohne Sex, Frau Wessler. Ohne Sex. Seit 23 Jahren. Ist sie denn auch so wählerisch, wenn Sie mal Damenbesuch haben? Ja, ja. Vor allem ist sie auch, jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Wessler. Die Katze guckt nämlich gerne zu. Mal abgesehen davon, dass sie gerne auch einfach plötzlich auf dem Rücken liegt und denkt, oh, das ist aber schön. Die Katze, wirklich, das stimmt wirklich. Das stimmt. Ich glaube, wenn meine Katze Bücher schreiben würde, dann würden Sie die Ohren anlegen. Wirklich wahr. Ohne Schmuck. Die Katze, einmal hatte ich sowas wie ein One-Night. Das ist nicht so schön, wie man denkt. Aber einmal ist, aber nur. Man kennt ja einmal. Also falls ich Hoffnung mache, meine Damen, tut mir leid. Also es ist nicht so mein Fall. Aber es war so, wir waren dann schnell und es ging auch richtig. Und dann plötzlich, wah, sitzt die Katze daneben und guckt zu. Aber so. So. Und dann, weg. Und die Katze ist dann weg. Und dann denkst du dir, oh, jetzt geht's wieder von vorne los. Es geht wirklich wieder von vorne. Also ist egal. Jedenfalls. Und es geht wieder von plötzlich, bah, sitzt die Katze auf der anderen Seite. Und die Katze, was macht ihr da? Es ist furchtbar. Und dann, ich würde aber dem Freundin sagen. Ach, ich wusste, ich komme nicht weit. Ich würde der Freundin sagen, such dir einen anderen Freund. Das würden Sie meiner Freundin, haben Sie mal. Sie kommen mir nicht in die Wohnung. Ich würde sagen, was? Sie haben sich ja 2009 eigentlich zurückgezogen. Habe ich auch, ja. Und ich habe mir überlegt, wenn man ein solches Leben, was logischerweise dann in der Öffentlichkeit ja auch zum beruflich stattgefunden hat, wenn man das geführt hat, hatten Sie Angst vor einer gewissen vor einem gewissen Bedeutungsverlust, als Sie mit der Politik aufgehört haben? Nee.
Also ich habe nichts danach vermisst, definitiv nichts, mit Ausnahme, dass ich irgend so ein Sekretariat gerne gehabt hätte, wo ich dann bestimmte Arbeiten hätte auslagern können. Also das war etwas lästig. Ich kann zwar alles, aber es war lästig, dass man das jetzt alles, dass man also ein One-Women-Office ist. Die innere Gewissheit, das verkraftest du auf jeden Fall, die war da und mein Mann war bass erstaunt, dass das geklappt hat. Es gab einen einzigen wirklich grauenhaften Konflikt miteinander und zwar, wer darf kochen? Aha. Und zwar, mein Mann war ja häufig allein und der kann auch gut kochen, aber ich kann auch gut kochen. Und dann habe ich, wie ich wieder zu Hause war, habe ich also so ganz selbstverständlich angefangen, den gesamten Haushalt und insbesondere die Küche mir unter den Nagel zu reißen. Ach, ja. Ja, und dann hat er gesagt, das geht so nicht, ich will auch. Dann haben wir die Regel eingeführt, er einen Tag, ich einen Tag. Hat nicht geklappt, weil er dann wieder explodiert ist und gesagt hat, ich habe es satt, das von dir Eingekaufte in die Pfanne zu hauen. So habe ich das nicht gemeint. Und jetzt haben wir einen absoluten Modus vivendi, eine Woche ich, eine Woche er. Und damit kann man also gut planen, man ist nicht auf die Lebensmittel des anderen angewiesen. Und jetzt funktioniert das wunderbar. Bei Hairspray haben Sie 12 Kilo abgenommen. Und wie viel bei Let's Dance? Also insgesamt, seitdem ich hier war, das erste Mal, sind es vielleicht 20, 24. Eine ganze Menge, obwohl es da irgendwie auch schade, ne? Nee, weil irgendwie waren Sie eine, die gesagt hat, wow, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich bin so, wie ich bin. Ich bin ja immer noch, wie ich bin. Nein, es war auch meine Schwangerschaftswunde, habe ich damit irgendwie runter. Apropos Schwangerschaft, Ihre kleine Tochter, das heißt die größere, knapp 6 Jahre alt, ja. Die hat Sie ganz schön unter Druck gesetzt. Sie sollten mitmachen und immer die Frage, die wollte, dass Sie gewinnen. Aber auf eine liebevolle Art. Also sie wusste, ich kann das. Das war das Erstaunliche. Also Kinder sind, ja, also sie hat vor allem diese, da kommt sie dem Papa sehr nah. Also Papa Florence auch jemand, der an einen glaubt und das Potenzial in jedem sieht und sagt, das kannst du, schaffst du. Und ich glaube, dass einfach, sie hat das vom Papa. Und Josephine ist sehr wie ich, sie ist sehr so eine sehr expressive Person und total sensibel. Und Druck war es aber doch trotzdem. Also sie wollte den Pokal. Ja, also ich habe mir selber verboten, an den Pokal zu denken, weil ich habe gedacht, ich fokussiere mich auf das Handwerk. Und eine Woche vor der Finale sagte sie, Mama, ich möchte, dass du mir den Pokal nach Hause bringst. Dort wirklich. Und zwar zwischen den Zähnen. Und dann auf die Matte legen. Nee, wirklich. Das war für sie ganz wichtig. Und dann, ich weiß noch, der erste Gedanke, als sie meinen Namen gerufen haben, war echt so, Agnes hat das Pokal. Es war nicht irgendwie, ich habe gewonnen, sondern ich war nur so, oh, und das war so lustig, weil dann kam ich nach Hause und die sprang mir in die Arme. Wirklich von einem Meter weg, das ist mir noch nie passiert. Wirklich, Mama, du hast den Pokal. Wo ist der Pokal, wo ist der Pokal? Ich so, ja, die haben es behalten, weil die wollen meinen Namen drauf gravieren. Was? Das Pokal ist nicht dabei? Wo ist der Pokal, Mama? Das kann nicht sein. Du musst ein paar Tage warten. Was? Ein paar Tage warten? Das war, da war sie sauer. Und jetzt steht es im Kinderzimmer zwischen ganz vielen Teddys und dann glitzert es. Da steht es gut. Über Ihre Mutter sagen Sie, sie ist zwar mausetot, aber zum Einmischen aus dem Jenseits, da reicht es noch. Ja. Das ist. Also, das kennen Sie doch, oder? Das kenne ich. Schließ zweimal ab. Ich schließe überall zweimal ab. Ich bin doch bekloppt. Also, ich meine, wenn die einbrechen wollen, brechen die doch ein. Aber ich schließe überall, weil ich sie höre. Ich höre sie immer so, was man so machen sollte. Benimm dich, keine Ahnung. Naja. Aber es war ja vielleicht. Red nicht so viel, red nicht mit den Händen. Warum? Beim Karneval bin ich immer so gern. Das ist ja richtig. Ja. Konnten Sie mit irgendwas durch diese Konfrontation mit dieser Generation, die vor Ihnen war, abschließen? Und hat das so eine Auswirkung auf die nächste, auf Ihre Söhne? Ja, die Sie ja mitgenommen haben oder beziehungsweise Sie waren unterwegs dabei? Ich denke schon. Also ich denke, dass ich viel verstanden habe. Allein schon, dass ich gemerkt habe, dass in Kroatien nicht nur Faschisten leben. Das war ja schon mal gut, weil für meine Eltern waren das natürlich alles Faschisten, sie haben das Land verlassen müssen. Ich bin zurückgefahren, ich habe gemerkt, nein, es gibt ganz tolle Menschen da. Versöhnung. Das ist ein großes Wort, aber ja. Ich gebe mir Mühe. Ja. Und für meine Kinder,
ist es natürlich toll zu begreifen, woher sie kommen und dass es zwar sehr, sehr schön ist in Deutschland und es aber auch noch ein Leben jenseits der Fußball-WM gibt. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Können Sie eigentlich erklären, weshalb Ihre beiden Söhne so unterschiedlich geworden sind? Na ja, vielleicht, weil ich manchmal schweige und dann mein Mann zu Worte kommt. Oder, ja, das weiß man nicht. Vielleicht war ich auch entspannter schon. Keine Ahnung. Kinder kommen ja selten auf andere Leute. Ja, ich weiß nicht. Aber es ist doch gut. Gott sei Dank sind nicht alle gleich, oder? Ja, natürlich. Aber der Kleine ist, glaube ich, so ein sehr liebenswürdiger. Und der Große brachte Sie an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Bringt mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Ne? Also wir bleiben in der Realität. Ja, der lässt sich immer wieder was einfallen. Ihr Mann hat gesagt, seine Pubertät dauerte, ja, bis er 28 war. 28? Und er behauptet, das sei bei allen Männern so. Giovanni, wann waren Sie durch? Ich glaube, dass so manche Sachen bleiben pubertär bis ans Lebensende. Na super. Ich glaube, die schönste Woche, die Sie erlebt haben in den letzten 2-3 Jahren, war die mit Ihrem Sohn Oliver, der, ja, Ihnen eine Reise zum Geburtstag geschenkt hat und ist mit Ihnen eine Woche weit weg von allem die Westküste der USA entlang gefahren. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem erfolgreichen, als Produzent erfolgreichen Sohn Oliver? Ja, das war klasse, weil ich meine, welcher 41-jährige Sohn setzt sich mit seiner Mutter eine Woche ins Auto und fährt in Urlaub, oder? Und stimmt, das war, ja, das, ich finde, das war ein solcher Beweis und vielleicht auch für uns beide so eine Suche auch über Standpunkte unseres eigenen Lebens. Wir haben zusammen gucken können, wir haben schweigen können, wir haben reden können, wir haben laut im Radio Songs mitgegrölt, wir haben einfach eine Zeit miteinander verbracht, von der wir beide, glaube ich, nicht wussten, ob man das aushält, ob man diese Nähe aushält. Oder ist das ein Traum, ist das etwas, was man sich wünscht? Als Mutter vermutlich eher denn der Sohn. Aber es war kein Zwang und das hat uns beiden eigentlich an den Punkt gebracht, wo wir gedacht haben, wir sind zwei eigene Leben, die zwei unterschiedliche Leben nebeneinander geführt haben und führen. Und trotzdem haben wir eine ungeheure Nähe auch. Und eine Anziehung. Und eine große Anziehung, ja. Machen Sie das auch mit Ihren Töchtern, Herr Hildebrand, dass Sie so ein enges Verhältnis haben? Ist es denkbar, noch mal in Urlaub zu fahren, so gemeinsam? Vor ich, ja, war ich unterwegs mit Enkelkindern, Töchtern. Die Enkelkinder haben sich gewünscht, was ich hervorragend fand. Die haben gesagt, ich möchte wissen, wo du herkommst. Ach, wie, ja, schön. Und dann sind wir gefahren nach dem heutigen Polen, in meiner Heimatstadt. Erst über Liberec gefahren, da ist meine Großmutter her, die ist Tschechin gewesen. Und dann haben wir da besichtigt, dann sind wir nach Görlitz gefahren, die schönste Stadt, ja, die es in Deutschland im Moment gibt. Ich kann nur raten dazu. Und dann sind wir nach Bunzlau gefahren, nach, also heutigen Boleslawiec. Und da haben meine Enkelkinder und meine Tochter haben gesehen, wo ich herkomme, wo ich gewohnt habe, wo ich geboren war. Ich bin dann nicht im Krankenhaus geboren worden, sondern ich bin noch im Schlafzimmer geboren worden. Und da ist mir ich selbst auch ein Schauer über den Rücken gelaufen. Da habe ich gesagt, du bist dort geboren worden, ich glaub's nicht. Und, ja. Es ist okay, Sie sind etwas älter. Ina Müller, das ist auch zu einer Hausgeburt. Ja, meine Mutter schläft heute noch in dem Bett, wo ich drin geboren wurde. Na bitte. Also so. Ist ganz gut gelungen. Auf dem Dorf wurde schon lange eine Hausgeburt gemacht. Naja, Ihr Vater war Chefarzt einer Lungenklinik, also ein sehr erfolgreicher Arzt, ein sehr erfolgreicher Mann. Und plötzlich fiel er in eine Depression über Jahre. Wie haben Sie das überhaupt? Ja, bei meiner Mutter war das, glaube ich, absehbar. Und sie hat dann auch eben viele, ja, Valium und irgendwie das ganze volle Programm. Aber das war wirklich noch eine andere Zeit. Also, naja, gut. Also bei meinem Vater war es auf jeden Fall so, dass man das überhaupt keine Sekunde jemals gedacht hätte. Also da hätte ich wirklich die Hand ins Feuer gelegt. Der war lustig, Rheinländer, klug, der hatte Hobbys, der war offen, der hatte Freunde. Erfolgreich. Erfolgreich. Und dann hat er eben irgendwann in so einem komischen Rauschzustand, glaube ich, 3 Wochen lang, dachte er, er hätte einen Herzinfarkt.
hat es aber gar nicht. Und meine Brüder wollten das auch nicht übernehmen. Die sind auch Mediziner. Und dann hat er irgendwie das erste Mal im Leben ein Angebot bekommen, diese Klinik, die so sein Lebenswerk war, zu verkaufen. Und hat das dann einfach irgendwie innerhalb von 2 Wochen, ich weiß so, da wurde so rumdiskutiert, soll man das machen und so. Und auf einmal war das weg. Und unser Haus stand gegenüber von dieser Klinik. Und von einem auf den anderen Tag, ich glaube, mein Vater war Anfang 60, der hat nicht eine Sekunde über Ruhestand oder so nachgedacht. Der, so, und das war dann von einem auf den anderen Tag gingen da eben fremde Menschen rein und der guckte so aus dem Fenster. Und dann merkten wir das gar nicht, wie der auf einmal so, ja, so eine Woche und auf einmal steht er nicht mehr auf und auf einmal zieht er sich nicht mehr an und auf einmal rasiert er sich nicht mehr und auf einmal hat er nicht mehr geduscht. Und irgendwie, naja, das Ende war einfach, dass mein Vater wirklich 7 Jahre lang nie mehr vor die Tür gegangen ist und sich auch nicht mehr rasiert, nicht mehr, der hatte Fingernägel, Haare bis hier und war, aber man hätte, das ist dann auch in dem Film, das ist so toll, der Hans Löwen, auch die Laura Tonke, die, das ist so verrückt, weil man auch nicht weiß, wie man jemanden zum Glück zwingen soll. Man hätte ihn entmündigen müssen, man hätte ihn zwangseinweisen müssen. Und ich meine, mein Vater war, hatte er irgendeine ärztliche Hilfe? Mein Vater, der hatte sogar noch Humor und sagte dann immer, wenn jemand kam und meine Mutter sagte, meiner Mutter ging es dann etwas besser, weil sie sich ja um ihn sorgen musste, aber auch nicht viel. Und dann kamen irgendwelche Krankenwagen mal vorbei und dann sagte mein Vater, wo haben Sie denn promoviert? Das kenne ich ja gar nicht und so. Und dann war die wieder vor die Tür gesetzt. So. Und man hätte ihn natürlich einfach wirklich zwingen müssen und das hat keiner von uns Kindern gemacht. Hätte man ihn müssen, also damit es ihm besser geht? Ja, das weiß man eben nicht. Er hat immer gesagt, ich will nicht. Ja, und ich meine, das war eine Entscheidung. Und nee, er hat keine Medikamente genommen, der hat keinen Alkohol getrunken, der hat einfach abgeschaltet und war... irgendwie. Aber Sie waren das Kind. Was hat das denn in Ihnen ausgelöst? Das als Kind zu sehen, wie ein Vater wirklich verfällt und ihm nicht helfen zu können, aber ihm helfen zu wollen. Sie haben da gewohnt. Ja, also ich habe ja auch Geschwister und wir hatten immer, Gott sei Dank, Anna zu Hause. Die war, seit ich auf der Welt bin, bei uns. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch einen größeren Charme weggetragen. Aber... ich weiß auch nicht, man als Kind empfindet man das gar nicht so. Ich hatte meinen Vater lieb, ich durfte irgendwie und habe natürlich dann immer, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nicht weggegangen wäre. Und ich habe einen Bruder, Andreas, der dann irgendwann gesagt hat, das ist nicht gut für dich, du bist jetzt 17 und du musst da jetzt mal raus. Und der hat mir dann eine Wohnung finanziert und ich bin von der Wohnung aus dann ins Gymnasium gegangen. Aber ich wäre da nie alleine weg. Aber es ist halt so komisch, weil der Christoph Schling, sie hat mal so einen Satz gesagt, den fand ich irgendwie so, für manche Menschen ist es sehr schwer, bei schlechtem Wetter die Welt zu umsegeln und für manche ist es sehr schwer, vom Sofa die Haustür aufzumachen. Ihre eigene Sozialisation als Katholik war nicht ganz so glatt. Ich zitiere, kann gut sein, dass meine Sippe nach streng katholischen Maßstäben nicht unbedingt zur nächsten Heiligsprechung vorgeschlagen worden wäre. Wie meinten Sie das? Na gut, es war nicht eheliches Kind, damals hieß es noch unehelich. Ne? Mhm. Die Mutter dann Kriegerwitwe und dann noch 2 Kinder hinterher, nachdem der Mann gefallen war und das nicht ehelich. Das war ja natürlich auch nicht das klassische Familienbild. Andererseits wiederum eine klassische Situation einer Frau, die durch den Krieg eben andere Wege gehen musste, weil der Mann gefallen war. Und selbstständig war, emanzipiert war, ohne vielleicht da ein Programm daraus zu machen, sondern sie mussten ihre Arbeiten erledigen und alleine zurechtkommen. Kinder großziehen, arbeiten gehen, alles parallel machen, ohne einen gesellschaftspolitischen Anspruch zu artikulieren, dass das nur was ganz Besonderes war. War so. Aber Sie sind katholisch erzogen worden? Ja, ich bin natürlich auch zur Kommunion gegangen und gefirmt worden und... habe da auch meine Jugend mit, auch bei den Väten im Pfarrhaus verbracht. Und ja, da gibt es auch ein Zitat, schön. Ran an die Körper. Ja. Da habe ich gedacht, wieso braucht ihr dafür ein katholisches Pfarrhaus? Also den Keller desselben. Na, Keller nicht, aber im Gemeinschaftsraum, nee, da waren tolle Väten. Es waren die beliebtesten Väten weit und breit. Also das kriegt die katholische Kirche dann auch nicht. Denken Sie denn wirklich so oder müssen Sie sich, also wachen Sie morgens so auf und denken Sie so oder setzen Sie sich abends mit was auch immer an den Schreibtisch und denken Also bei sich mir das ist aus? Es schon so, dass ich so überwiegend bin. Also deswegen bin ich auch, mir kann selbst die Zeiten, in denen wir heute leben, die sind ja derartig
Ja. Dass mir kann innerlich nichts passieren. Okay. Ich habe einen guten Mutterwitz und da bin ich wirklich dankbar für. Und ich habe meine Welt und da komme ich gut mit klar. Und Ihre Frau? Och nee, Frau Kiewe. Also spricht die zweiten Sätze weiter. Ja. Ja. Meine Frau, kann ich ihr noch mal sagen, die wacht auch morgens auf. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Lebensweisheiten von Piet Klocke. Klasse, ja, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank.